Hallöchen zusammen, zunächst den Mod-Vorstellung unser einen Fiat Agri 180 bis 190, standardgemäß mit 175 PS und 40 km/h. An dem guten Stück ist was dementsprechend zu konfigurieren, das zeige ich euch jetzt gleich. Der Mod hat 26 MB Größe und ist die Version 1.0, Link wie immer in der Beschreibung unten drin, wenn ihr ihn runterladen wollt. Reifenhersteller wäre mit Trelleborg und Nokian die einzigsten, was hier geht. Trelleborg kann man einstellen mit Radgewichte, man sieht es hinten. Dann haben wir Breitreifen, da geht es ein bisschen runter. Nochmal Breitreifen und Gewichte, Zwingsbereifung hinten und dann haben wir hier noch die Pflegebereifung dran. Und hier haben wir die Standardreifen. Bei Nokian gehen nur die Kommunalreifen. So, dann haben wir bei Design, haben wir hinten die Möglichkeit hier diese, ich weiß nicht wie es heißt, diese Dinger hier mehr oder weniger so oder so zu haben, wie ihr das jetzt halt haben wollt. Dann kann man hier noch einen Kugelkopf dazu buchen oder bauen, wie man das will. Genau, so oder so. Genau. Dann kann man noch die Motorausführung ändern und zwar von 175 PS. Ändert sich auch hier Lufteinlass dann auf 182 PS und 175, je nachdem was ihr wollt. Lufteinlass wird von klein nach groß. Genau. Und dann könnt ihr hier noch einstellen den Frontladeranbau, ja oder nein. Gut. Geht's zurück. Hier haben wir auch schon so ein gutes Stück stehen. Auch mit Frontladeranbau dran. Vorne sieht er dann so aus. Seite sieht er dann so aus. Und von hinten, wie gesagt, mit diesem Kugelkopf hinten dran und diesen anderen Dinger hier dran. Genau. Hydraulik, Heber, ich weiß nicht, wie es heißt, keine Ahnung, ich bin da kein Experte. So. Innen drin sieht die Sache dann so aus. Wir haben eine Hupe. Sonst geht hier aber eigentlich sozusagen nichts, ne? Ihr könnt nichts drücken und so weiter. IC ist nicht verbaut. Da oben haben wir noch ein bisschen eine Digitalanzeige dran. Vermutlich die Klimaanlage dann. So sieht er dann von Seite und so aus. Ja, genau. So, lassen wir das gute Stück an. Lampe funktioniert auch. Die lachen wir nochmal aus. Die lassen wir nochmal an. So. Das funktioniert hier auch. Ihr seht, Sound ist auch verbaut. Funktioniert also. Schön. Auch ein bisschen dreckig hier innen drin. Oh. Oh. Bremst ein bisschen schlecht. Stoll funktioniert, wie es aussieht. Mordsmäßiger Sound hier. Füße werden nicht gedrückt. Bremst auch relativ langsam. Er Feierabend mitfahren. Lampe oben drauf funktioniert. Hört sich echt gut an, muss man sagen. So. Gucken wir mal, wie es in der Dunkelheit aussieht. So. Machen wir aus. Einmal Licht. Zweimal Licht.
Dreimal Licht. Viermal Licht. Machen Motor N. Licht geht, wie es aussieht, innen drin nicht an. Ich fahre mal ein Stückchen weiter vor, dann sieht man es vielleicht. Aber die Anzeigen, die kann man trotzdem lesen. Machen wir aber dann fürs Licht einmal an, dann sieht man schon ein bisschen mehr hier. Hier verschiedene Anzeigen, schön beleuchtet. Genau, funktioniert also. Blinker. Funktioniert hier und funktioniert auch dort. Warnblinker funktioniert auch, einwandfrei. Hupe haben wir schon probiert, funktioniert. Sound ist auch schön. Guck mal kurz in die Logdatei rein. Sieht so weit, wie es aussieht, auch in Ordnung aus. Keine Fehler. Hier haben wir allerdings eine Warnung drin, sehe ich gerade eben noch. Genau. Aber sonst mit dem Sound noch irgendwas, irgendwie ein Fehler. Wahrscheinlich weil es Wave-Dateien sind und keine andere Ding-Dateien, Audio-Format sind. Aber sonst sehe ich gerade nichts. Dann würde ich sagen, schöner Mod, schöner Sound, was will man mehr? Und deshalb würde ich sagen, das war es auch schon wieder. Und wenn es euch gefallen hat, Abo oder Däumchen, würde mich sehr freuen darüber. Dann bis zum nächsten Mal mit meinem anderen Mod und einer anderen Map. Bis denne. Ciao.